So, Gewitter haben sie uns versprochen. Das nicht. Dann lassen wir uns es so gut gehen. Flori möchte noch ein Leckerli. Ich esse schöne bittere Schokolade und rauche noch ein Pfeifchen. Den Tabak kennt ihr. Den brauche ich ja gern. Ah, so ein Larsen, der schmeckt. So dicht mache ich da rum. So. Ja. Du möchtest noch was essen? Möchtest noch was essen? Hori? Ja? Mach Männchen? Männchen. Du musst die Füße wegnehmen. Rotwein so. Männchen? Männchen! Oh, ist fein, oh, ist fein, oh, fein, fein, fein. Ich mach kein Männchen. Bitter Schokolade ist gesund. Ich sollte auch meinen Speichelstopfer vergessen. So was. Muss doch cool hier halten. Ne, ich bin doch nur drauf. Gib Pfeif? Pfeif? Flori, gib Pfeif. Das ist auch fein. Hast du noch eins verdient? Das sollt ihr. Gewitter geben, man hat es nicht. Und warum? Wir leben im Regenschatten vom Harz. In Lee. Ist doch gut so. Und auf keine Schokolade essen.
hat aber schon mal eine ganze Tafel. Da konnte nur dort die Arzt das Leben retten. Mit dem Magen auspumpen. Weißt du es noch, Flori? Hm? Wen erzähle ich das? Ich habe ja noch auf schönes Abendrot gehofft. Haben wir leider nicht. Schön Regenbogen hat man. Ein bisschen Regen, aber kein Gewitter. Flori, sitz. Komm her. Na, komm her, mein Lieber. Mach sitz. So ist fein. Ich habe ja eine ganze Weile keine Pfeife geraucht. Hat mir auf einmal nicht mal geschmeckt. Ist komisch. Aber naja. Erstmal noch ein Stück Schokolade. So nicht. Dann trinken wir noch ein Stück Bier. Alle anderen sind ausgeflogen. Tochter im Urlaub, Frau und Sohn zum Tischtennis. Was mache ich? Ich rauche Pfeife. Ist auch was. Und verwöhnen den Hund mit Leckerlis. Möchtest du den noch haben? Komm her. Ja. Hat ja die verdammte EU den ganzen Pfeifengeschmack verdorben, weil ich den Vanillegeschmack so gemacht habe. Gemocht? Gemacht? Quatsch. Muss ich rausschneiden. Ich mochte den Vanillegeschmack so toll und gut. Und jetzt finde ich keinen Tabak mehr, der mir so schmeckt. Ne, Flori? Auch noch den. Von Rosen. Naja. Ist auch was. Ja. Guckst du mich an? Prost.
Kamera runter. So sieht das aus. Und ich auch so sitze. Schön langsam, ja. Da ist meine Werkstatt. Da ist der Garten. Ja. Das ist mein Ausblick. Genießen wir noch ein bisschen, ja. Dann gehen wir ins Bett. Ja, Lori?